Ich weiß gar nicht so recht, was ich heute machen soll, ne? Also wir haben Asopia jetzt geschafft, dass ich jetzt eigentlich ja, eigentlich Nebenaufgaben machen kann. Ja, meine kleine Monstersammlung. Da können wir halt gucken, ob wir Horrorblind? Was ist ein Horrorblind nochmal? Ich hatte den Daumen extra schon drauf. Ja, du musst. Das ist halt, du hast ja dieses Delay drin, ne? Und du musst ja quasi schon, wenn ich mit dem Satz anfange zu formulieren, eigentlich schon loslegen. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, bis es ausgelöst wird, deswegen. Also Nebenaufgaben haben wir einige. Wir hatten aber auch nebenbei noch hier dieses Jahr von dem mit der Monstersammlung. Ich weiß nicht, wie viele Monster der haben möchte. Das ist vielleicht eine ganz schöne Aufgabe für nebenbei. Aber ich musste halt nur gerade wissen, was so ein Horrorblind nochmal war. Ich habe das immer nicht so im Kopf, die Namen. Aber ich gucke mal in meinen Monsterteilen rein. Vielleicht erkenne ich das an dem Monsterteil. Etwas so 6 bis 8 Sekunden braucht es. Okay. Leute, ich habe keine Ahnung, was ein Horrorblind ist, ey. Horrorblind, da ist es doch. Ah, das sind die großen, dünnen. Na klar. Wusste ich ja. Dim, ja, heute ist der vorletzte Stream mit Zelda. Und morgen wird es ein Nintendo Direct geben. Ich muss dazu sagen, die ganzen Abstimmungen sind jetzt bis jetzt in allen Abstimmungen, die ich gemacht habe, also halt Instagram und Discord, haben immer mindestens 1 bis 2 Leute mehr für GTA abgestimmt. Also bis jetzt ist es GTA. Wenn jetzt morgen bei der Nintendo Direct völlig wahllos Twilight Princess angekündigt werden wird, was ich nicht denke, dann spiele ich Twilight Princess. Du musst noch worken im Moment, bis 22 Uhr wieder. Na, wenn du Glück hast, bin ich dann noch online. Bist du leid für dich, Panda, aber freut mich, dass du kurz die Zeit genutzt hast, mir deinen Sound einzuspielen. okay, welche Aufgabe will ich das machen? Habe ich auch noch nicht festgelegt. 23, oh mein Gott. Ja, denn viel Durchhaltevermögen. Im Lurk ist er auch immerhin. Deshalb freue ich mich natürlich, danke. Nimm zwei großen Heimkernschlummer, einen Schatz in den Bergen, entfesselt dort das Wasser, damit der Schatz erwacht. Nordwesten ist auf der Orni, dort, wo genau befindet sich wohl der im Buch erwähnte Ort, an dem der Schatz verborgen sein soll. Shooter, Minfla und Einfugeil. In der Mitte zwischen den drei Geheimquellen. Hier gibt es eine Quelle. Das war es dann halt auch irgendwie. Ne, mehr Quellen kenne ich es nicht. Man erkennt es ja eigentlich schon von der Karte aus. Ist hier oben noch eine? Ist das eine Quelle? In der Mitte der drei Geheimquellen? Hier ist Minflas Geheimquelle. In der Mitte der. Drei Geheimquellen. Ja, was ist denn da die Mitte? Das hier? Verstehe ich nicht. Also ich habe, glaube ich, drei Geheimquellen gefunden. Muss ich langsam an die an Aufgabe Minfla, genau, in der Mitte. Ein Schatz in den Bergen. Okay, also da. Fliege ich mal hin, da muss dann offenbar irgendwie ja eine Höhle dran sein in der Mitte der Quellen. Also, vielleicht habe ich sogar gar nicht richtig die Mitte markiert. Vielleicht ist das ja auch eher die Mitte. Das sieht mir mittiger aus. Na, keine Ahnung. Muss ich halt einfach mal irgendwie hin und gucken, ob ich es gleich finde. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Zu suchen.
Und schon wieder umziehen. Achso, Nickelhydra, ich habe dich natürlich auch vernommen, fällt mir gerade ein. Du hast ja schon geschrieben, da war ich ja noch gar nicht gesehen. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich natürlich auch. Ich war so abgelenkt von Pandas Sound. Ach, noch zwei Raketen. Einfach sad. Heute den ganzen Tag, also ich habe erstmal gearbeitet. Da habe ich bestimmt 3 Stunden Fee Farm gespielt. Das ist so ein perfekter Titel, einfach nur um irgendwie zu entspannen. Weil ich meine, ich stehe halt nicht so drauf, nur Fernsehen zu gucken, weil dann hänge ich immer nur am Handy letztendlich, weil ich so, weiß ich nicht. Langweilt mich irgendwie, das Fernsehen zu gucken. Mit Fee Farm kann man halt wenigstens nehmen, also macht man halt, also da habe ich den Fernseher sogar gar nicht an, da spiele ich halt meistens über den Fernseher. Ist halt einfach mega chillig. Dann gucke ich mir nämlich keine unnötige Serie an oder so, sondern konzentriere mich nur aufs Spiel. Bin mit den Gedanken hier und da mal. Aber schalte halt richtig ab, weil mein Körper einmal richtig runterfährt. Das ist eigentlich eine richtig gute Lösung. Hier ist noch so eine Quelle. Das muss sie doch, glaube ich, sein. Wenn sie. Ja, genau. Eifugals Geheimquelle. Hier sind wir nämlich. Die andere war ja da unten. Die können wir da auch nochmal vielleicht erkunden, wenn ich den schon, wenn ich das fertig haben sollte. Das fand ich süß, die Aufgabe. Ich habe immer Angst, die Pusteblume zu verfehlen. In der Mitte der 3 Geheimquellen. Warte mal, ich hatte es ja völlig falsch markiert. Was habe ich mir denn gedacht dabei? Das kann doch nicht die Mitte sein. Die Mitte muss doch irgendwo hier sein. Ich habe keine Ahnung, ey. Man muss es doch eher besuchen. Vielleicht denke ich sowieso ganz und gar falsch. Ich mache mir mal einen Teleport nach hier oben, falls ich da jetzt irgendwie runterfliege und dann denke, auch nicht richtig. Obwohl da ist schon mal was dickes, eisiges, vielleicht muss ich da auch hin. Das wäre nicht die Mitte. Nee, jetzt muss mal Yui, wer mir sagen könnte, wo es wäre. Dann guck ich schon mal hier. Das ist schon mal glasklar, würde ich sagen. Hör zu dem Eisberg dort. Da muss doch irgendwas drin sein. Vielleicht ist das ja auch damit gemeint, aber es wäre ja nicht so richtig mittig. Oder ist das mittig vielleicht? Ist das mittig? Aber wie soll ich das denn? Wie soll ich das denn da wegkriegen? Das ist doch viel zu viel. Novo, kannst du vielleicht was machen? No. Okay, habe ich irgendwas mit Feuer hier?
Halte mal ran, vielleicht schafft es ja wirklich. Also, das hilft wohl wirklich. Ja, richtig viel Feuer habe ich halt nicht mehr, ne? Weil kann ich hier ein Lagerfeuer machen eigentlich? Ich muss es einfach mal ausprobieren. Das sind immer so Sachen, die gehen einem durch den Kopf, aber man probiert es nie aus und jetzt. Das kannst du hier nicht tun, okay? Und jetzt hätte man halt die Chance dafür. Achso, das mag er nämlich schon mal nicht, das Feuer. Hehehe, geht doch. Diese Höhle ist doch schon frei. Ich mache hier ein Theater jetzt auch, ne? Das schmilzt relativ schnell. Im ersten Teil habe ich das immer so in Erinnerung, dass es ewig lang dauert, bis es mal schmilzt. Also es muss doch hier jetzt sogar richtig sein. Ich schaff mal hier. Sieht zumindest mittig aus für mich. Was ist das eigentlich für eine epische Klinge hier? Das klassische Langschwert, aber es sieht so. Ach so, es ist halt so. Es ist halt nicht beschädigt, ne? Das ist halt ungewohnt mittlerweile. Genobo, please. Nein, nicht du, Philipp. Oh. Glaube nicht tief, ja? Nicht richtig. Ah, nein. Oh, oh. Schlecht. Ah, richtig. Ich bin richtig. Ich bin richtig. Richtig, richtig. Oh, richtig. Nice. Ich hab grad schon gewundert, was das für Löcher dort an der Wand sind. Na. So wie ich Zelda kenne, braucht man drei davon. Schatztruhe, Tatsache. Aber ich bin jetzt in einer Höhle drin. Das heißt, hier muss auch irgendwie noch so Mayoi sein. Und hier für eine angestrengte Musik. Und warum? Wegen den paar Fledermäusen? Alter, die haben mich echt eingefroren, während ich da hochkletter. Das wäre aber neu. Oha! Wer kommt denn hier mit dieser schönen Melodie herein? Hallo Piepenisse. Na? Wie geht's dir so? Wie ist dein Abend? Spielst du irgendwas Schönes? Ne, hier war ich gerade schon drin. Na, schönes Reinschuss. Ah, Fledermäuse gehen mir so auf den Senkel. Ein paar Touren nicht gegen die kämpfen, ne? Aber es bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Guck mal, die frieren mich ja eh ein hier. Die frieren mich ein. Ich glaube, wir gleich P fahren. Wer macht das mal? Ich bin generell gespannt, was du so irgendwie davon hältst. Macht es dir Spaß? Zumindest das, was du schon mal gespielt hast bis jetzt. Aber Mann, ey, hier ist wirklich immer noch eine scheiß Fledermaus. Ey, warum kommt die denn jetzt erst an? Morgen ist ein Nintendo Direct. Ich glaube, für uns 16 Uhr. Bin ja gespannt, ne? Ja, ich muss dazu sagen, beim letzten Montags-Frühstücksstream hat Panda dich fleißig vertreten, indem er deinen Sound Alert gespielt hat. Oha!
Heute Nebenquest? Heute einige Nebenquests bei dir, genau, ja. Ja, ich habe halt eigentlich alles fertig, so, ne? Was auf dem Plan steht. Also, es ist der vorvorletzte Stream. Ne, der vorvorvorletzte, sagt man das so? Also, heute noch. Dann Freitag früh, dann Montag früh und Montagabend das Finale. Ja, deswegen, weil ich kurz verwundert, hä, warum kommt das Alert? Aber ich meine, klar, den können alle Abonnenten bei mir nutzen. Dann hat er dich fleißig vertreten. Ist immer noch ein Loch nicht geöffnet. So, den Mayoi. Mayui noch euch. Oh, ich spreche das immer so mega uncool aus. Es ist unfassbar. Ich hasse Fledermäuse. Es ist das Schlimmste im Spiel. Tausendmal schlimmer als Ganondorf. Weil wir auch einfach nicht trifft, ne? Ich schlage zu und er trifft nicht. Ich verliere gegen eine Fledermaus. Das Problem ist halt, ich kann mir nicht merken, in welchen Löchern ich schon drin war. Finale, ja, ich bin mega gespannt. Bin aber auch ein bisschen freudig, das dann bald fertig zu haben. Also langsam wächst doch ein bisschen die Lust mal auf was anderes. Guck mal, wie die jetzt da oben festhängt. Was ist das für ein Arschloch-Move, Alter? Da oben ist er! Ach, sieh mal eine an! Na, der hätte ich ja nicht mehr gesehen gleich. Schwupp! Ich brauche die eigentlich gar nicht mehr, ne? Also man kann ihm das ja noch alles jetzt geben, was er, wenn er die haben will, aber ich habe ja schon die ganze Ausrüstung, die man von ihm kriegen kann. Weil ich so fleißig gespielt habe, das hier doch schon fast als 100% hier. Ja, die Nebenaufgabe habe ich doch fertig. Ja, der Schatz der drei Quellen, Leute, das ging schnell. Nebenbei suche ich immer noch so einen, den Horrorblind oder wie der hieß, um ein Foto von dem zu machen. Also generell muss ich irgendwie von den ganzen Gegnern, glaube ich, Bilder machen. Will Tepa nun einen Neuanfang, falls du die nötigen Materialien auftreiben kannst. Dazu gehört ein Schwalbenbogen, 5 Holzbündel und 3 Diamanten. Genau, gönn dir. Gönn dir. Das ist eine Nebenaufgabe, die ich wieder von mir nie gemacht habe. Warum will er 3 Diamanten von mir? Okay, die verschwundene Königin. Selmi, eine ehemalige Profi-Schildschlitterin, wird vermisst. Ah ja, genau, das war's. Sie soll aufgebrochen sein, um eine neue Schildschlitterpiste zu erschließen. Und sie ist nie zurückgekehrt. Ihrem Schüler Russell zufolge sucht Finn, ebenfalls ein Schüler Selmys, auf dem Bilon-Schneefeld im Westen nach ihr. Bilon-Schneefeld im Westen. Genau, hier muss ich jetzt noch Rauchsignal irgendwie ausschalten. Ich habe jetzt sogar einen Teleport. Vielleicht kann ich den auch nutzen. Ja, also. Wir machen einfach wirklich. Wirklich fleißig irgendwie Nebenaufgaben, bis das Finale kommt. Also. Ich weiß schon gerade gar nicht mehr. Es kann sein, dass ich Freitag wieder einen gesplitteten Stream mache. Also erstmal Zelda und dann Fee Farm. Ich denke, da geht meine Tendenz schon hin. Vielleicht einfach mal, um euch zu zeigen, wie weit ich da mittlerweile bin, weil ich so hart reinsuchte. Dann Freitag früh Zelda Vorbereitungen für ein Finale am Abend dann. So der grobe Fahrplan, ne? Also es ist ja wie immer. Ganz zwangfrei, aber ja, wie gesagt, wir machen Nebenaufgaben und gucken mal ein bisschen. Das ist mir endlich markiert hier? Nee. Sammy sitzt in der Hütte, genau, da war der zuletzt. Ach, sag bloß, der ist auf dem fetten Schneefeld, wo dieser dicke Drache da rumfliegt. Klar auch, was sonst? Einfach zu gucken, wie weit ich da schon bin. Ja, das ist halt das Spiel, was ich mal ein bisschen reinzuchte. Also halt offline. Kann sein, dass ich das Freitag spiele, oder? Vielleicht auch nicht, also kann ich jetzt noch nicht entscheiden, weil eigentlich hätte ich da schon Lust drauf. Ja, und dann nächste Woche Mittwoch Fall Guys, wenn man spielen möchte, sehr gerne. Und Freitag früh
Geht's denn vermutlich mit GTA 5 los? Denn in allen Abstimmungen, die ich gemacht habe, hat GTA immer haarscharf gewonnen. Wir freuen uns. Ja, Pippin ist der Trick. Punkt ist zur Herausforderung bei. Ja, sehr, sehr gut. So kommen wir dem langsam näher, dem Ziel. Ach Mist, da muss ich hoch. Da muss ich hoch. Hat der Drache mich jetzt schon gesehen? Ich meine, wie viele Drachen es aber jetzt in diesem Spiel hier gibt. Ich muss einen Turm widmen. Kraft! Hallo, vielen Dank für den Follow. Starke Name. Ja. GTA wird so werden. Morgen gibt es ja, wie gesagt, schon den Nintendo Direct. Und jetzt, wenn jetzt ganz ohne Grund das Schicksal sagt, die bei Nintendo Direct kündigen ein Twilight Princess auf Switch an, dann werde ich das natürlich auch spielen. Aber ich denke mal nicht, dass es das sein wird. Na, selbst wenn es so wäre, wird es ja noch... also dann wird es ja sowieso noch dauern, bis es draußen wäre. Davon mal ab, ne? Aber ich habe halt ehrlich gesagt nicht so Lust, auch Twilight Princess auf der Wii zu spielen. Ich meine, im Zweifel ist es irgendwie mein Notfallplan so. Hallo Andy, vielen Dank für dein Abo. 17 Monate schon, meine Güte. Das tust du dir schon so lange an. Pykosk. Lustig, wie er mein Namenkürzel immer sagt. Pykosk. Wo ist denn jetzt der Drache hin? Da hinten. Oh nein, das bin ich weg. Na, den kriegen wir so, glaube ich, nicht eingeholt. Muss ich von hier oben nochmal. Machen wir von hier aus. Aui. So viele Monate schon, ja. Ich weiß gar nicht, wie bin das, ob du ihn da überhaupt einholen kannst. Ich habe übrigens auch fast meine 500 Follower voll. Da bin ich natürlich sehr stolz drauf, ne? Also nochmal vielen Dank an euch, dass ihr mich so unterstützt. Wie gesagt, also 200 Prozent wird es wahrscheinlich nicht werden. Also wird es nicht, bin ich mir jetzt schon sicher, wird es jetzt erstmal in unglaublich naher Zukunft nicht werden. Weil ich das auf der Wii hätte und ich möchte es eigentlich nicht auf der Wii spielen. Da es ja schon das in HD gibt und irgendwie möchte ich das dann nicht so ein bisschen von der Grafik her müssen. Wisst ihr, was ich meine? So. Ich möchte es irgendwann schon spielen. Also wenn es jetzt doch niemals anders rauskommen soll, dann spiele ich das natürlich schon. Aber es wird erstmal GTA werden, allein aus dem Grund auch, weil mein Semester bald in ein paar Wochen wieder beginnt. Und da ich ja eigentlich alle Zelda-Streams hochlade auf YouTube, was ich ja auch fleißig hier mit Tears of the Kingdom mache, würde ich mir dieses einmal jetzt für ein paar Monate mal ein bisschen sparen, diese Extraarbeit. Ne? Stattdessen werden natürlich dann wieder gehäuft so Videos kommen wie Best-Offs oder Kochvideos oder so, weil ich dann schon eher tendenziell mal dafür Zeit hätte, ne? Weil ihr merkt ja, wenn ich so ganz viele Streams hochlade, dann mache ich ja schon viel auf YouTube, aber komme halt nicht auf, zu diesen Videos, wo ich halt denke, ich schneide mal so ein Best-Off oder so ein Kochvideo, wisst ihr, was ich meine? Ja, und ein Best-Off wird es ja übrigens dann auch bald mit der Beendigung von Tears of the Kingdom hier im Mainstream, wird es dann halt auch ein Best-Off dazu geben, ne? Also wenn ihr irgendwie nochmal einen Clip sehen solltet, bis dahin einfach mal klippen, wenn euch irgendwas einfällt, was euch so im Nachhinein, könnt ihr mir das erzählen. Vielleicht finde ich den Clip mal wieder, vielleicht hatte ich es auch selbst schon geklippt. Also allein wegen den ganzen Best-Offs immer her mit sowas, ne? Also ich sammle das ja sehr gerne. So, ich krieg Besuch, der Mensch. Super, na, vielen Dank. Schubi hat sich dezent gewundert, was hier so beschissen klingt. Man hat nämlich auch mal den Alert ganz leise gehört. Ich abonniere seit 27 Monaten und Pippin ist meine Güte. Dann bist du okay. Ich habe kurz gedacht, Andy ist schon krass, aber du bist halt einfach noch krasser. Sorry, dass ich dich kurz unterschätzt habe. Grüße an ihn gehen raus. Ja, das richte ich später aus. Ich glaube, er ist gerade wieder weg, ja. Ja, bei ihm ist alles gut. Einfach. Wir haben einfach momentan nichts, was wir zusammenspielen. Aber das könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken, dass wir da mal wieder zusammen ein bisschen was machen. Ja. Alles gut, denke ich. Wir hatten jetzt Urlaub gehabt und so. Er war auch viel unterwegs, anderweitig. Jetzt ganz normal wieder arbeiten wir beide. Das ist ja
Wir sind einfach zu fleißig. Scheiße, ich habe das falsch abgeschlagen. Ah, ich brauche was anderes. Ah, ich brauche ihre Krallen. Jedes Mal, wenn ich deinen Kanal sehe, lese ich einfach Frygoshin. Was soll er? Hat das eine Bedeutung, dieser Name? Hallo Jonas, schön, dass du reinschaust. Musst du auch nicht. Doch, lass mal einen Wettbewerb draus machen. Und ich sehe euch schon, wenn ihr da einfach nochmal 50 Jahre älter seid, wie wir alle als Grannys hier in meinem Chat sitzen. So übelst unangenehm. Ja, das wird wohl nichts hier. Ich müsste jetzt 10 Minuten warten, aber darauf habe ich jetzt natürlich keine Lust. Sieht ja beschissen aus von hinten. Okay. Haben wir fertig. Ne, warte mal. Nein, nein, hier muss ich ja hin. Wir brauchen auch dieses Rauchsignal. Das ist doch schon das, was ich da sehe. Aber am besten so, dass ich nicht zum Drachen komme. Dann sagen wir im Soundcheck, hey, ich höre nicht. Genau. So nämlich. Boah, wow, meine Augen sind heute so schlecht. Habt ihr meine Lesebrille gesehen? Ein bisschen müde auf die Augen. Ja, genau, so nehme ich. Das wäre aber tatsächlich ziemlich lustig. Ich meine, es gibt ja mittlerweile schon ein paar Rentner, auch die streamen und so, auch, also einige mehr ältere Menschen auch. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Rentner sind. Ist schon irgendwie schön anzusehen, dass es mittlerweile auch so kein Alter kennt. Hier nur meine Lupe. Aber ich sehe schon, kommt Twitch in ein paar Jahren, so 20 Jahren, 30, wenn da immer mehr ältere Menschen sitzen, das muss einfach herrlich sein. Suche ich dich hier? Ja. Sag mir, wo ist deine Chefin? An einem Hügel in der Nähe gibt es Schlitterspuren, also habe ich in der Nähe alles abgesucht. Sie ist an einem Ort, wo sie Signal nicht sieht. Aha. Schilderspuren, die hier enden. Ach Mann. Ihrem Schüler Finn am Bilon Schneefeld zufolge gibt es Schildschlitterspuren, die hier enden. Hier am Bilon Schneefeld. Wo kann Selmi nur sein? Ja. Da unten ist Mayoi. Sag mir, Mayoi, wo ist die Chefin? Gucken wir mal, vielleicht ist sie einfach mal direkt hier drin. Hätte er selbst drauf kommen können. Nein, Spaß, alles gut. Ich brauche hier den Blut im Level. Achso, warte mal. Achso, jetzt ist eh schon alles auf. Wollte gerade den Novo holen. Chefin hat Urlaub, ja. Weißt du, die ist froh, dass keiner ihr auf den Sack geht. Guten Tag. Sie das? Sie hat ein Schild auf dem Rücken, ne? Ja, Selmi ist sie. Ich hatte schon nicht mehr geglaubt, dass jemand hierher kommt. Oh, du hast Urlaub bei der nächsten Woche? Schon wieder? Also ich meine, freue mich für dich. Machst du irgendwas Schönes? Ich habe wohl meinen beiden Schülern großen Sorgen bereitet, weil ich nicht zurückgekommen bin. Die Schneesturm war vorbei, als bin ich auf der Suche nach einer neuen Piste herumgeschlittert. In der Mitte war der Weg versperrt und ich konnte auch nicht mehr hinaus. Aus der Richtung des Eingangs hörte ich dann, wie Felsen einstürzten. Okay. Ich frage mich, ob es uns gelingt, einen Weg nach draußen zu finden, auf dem wir entkommen können. Der Weg, auf dem wir entkommen können? Folgt sie mir? Ich soll dir helfen, aus dieser Höhle zu entkommen. Wie wäre es dann damit, den Eingang zu nehmen, den ich gerade geöffnet habe? Okay. Du könntest den ganzen Tag Pico gucken. An sich nehme ich Urlaub immer zu Geburtstagen von meinen Freunden. Mensch, bist du ein netter Kumpel, Panda. Ich habe übrigens am 5.11. Der macht Pico einen Kochchannel auf. Nee. Reines Kochen wird mich, glaube ich, langweilen. Obwohl... Wenn ich damit Geld verdienen würde, dann müsste ich nicht mehr arbeiten und dann wird es vielleicht wieder okay sein.
Also ich mache da unten jetzt den Weg noch frei. Wundere mich aber ein bisschen, dass sie einfach nicht oben rausgeht. Danke, Yonobo. Danke für deine tolle Arbeit. Dass ihr einfach heute für eine Locken gebracht habt, ne? Heute mal mit einem Pferdeschwanz, mit einem geflochtenen Pferdeschwanz geschlafen. Das klingt schmutzig. Uff, ich bin so dumm. Ich habe einfach meine Waffe geschlossen. Kommt sie jetzt auch nach oder ich verstehe das irgendwie gerade nicht, warum sie da stehen bleibt. Ich bin wieder raus und im Lörg. Richtig geschrieben, Panda. Sehr gut. Viel Spaß im Lörg. Dann hörst du wenigstens noch unser doofes Gelaber. Das reicht mir aus. Warte mal, es sieht mir ja ganz danach aus, als wenn das hier das übelst die Schlitterpiste werden sollte. Kann das sein, dass ich sie mitnehmen musste mit dem Auto? Und unten geht's raus. Wir müssen nochmal zurück. Also es ist aber schon eine fertige Höhle, okay. Hier gibt's keinen Mayui. Ich dachte, in jeder Höhle gibt's ein Mayui. Nee, die ist auch nicht fertig. Ich weiß. Okay. Ich errede Schwachsinn. Irgendwo muss einer versteckt sein. Wasenk. Ich weiß gar nicht, ob man dich überhaupt so aussprechen spricht. Schön, dass du mal reinschaust. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, ich bin gerade hier elendig am Suchen, wo der. Also, wie ich die Frau hier rauskriege aus dem Loch. Moin, wer ist denn da? Ja. So schnell sieht man sich wieder, ne? Du bist mein 499. Follower. Wir haben es bald geschafft, mein Ziel zu erreichen hier. Ja, schon ein bisschen stolz. So. Sehr gut. Mir geht's auch sehr gut. Alles super. Alles top. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin einfach, wir waren. Letzte Woche hatte ich noch Urlaub. Mittlerweile bin ich wieder so gut im Alltag angekommen, als hätte ich einen Urlaub gehabt. Weil ich finde meinen Alltag ja auch okay. Von daher stört es mich nicht. Warte mal, wo bin ich eigentlich reingekommen? Hier bin ich doch gar nicht reingekommen. Das war oben. Deswegen konntest du nicht raus. Okay. Ja, so nämlich. 500 wäre besser. Ja, dann musst du nochmal entfolgen und dann folgt mir jemand anders und dann musst du irgendwann wiederkommen. Aber ich glaube, dann wird der Alert nicht nochmal ausgelöst. So, Höhle dürfte fertig sein, jawohl. Jetzt frage mich nur, warte mal. Nee. Okay, ich muss das wirklich noch aufmachen. Bleibt alles so, wie es ist. Bleibt alles so, wie es ist. Sag dir natürlich das nochmal. Ich habe leider kein Skateboard mehr. Ich würde hier so gerne runterfahren. Ich mache das jetzt auch. Ich habe davon nur noch 3 Stück. Ich bereue es jetzt schon. Let's go! Oh ja. So lobe ich mir das. Oh yeah. Oh, hier geht's noch weiter. So ums Haus. Ja, ich kann es leider nicht nachsprechen, weil ich nicht genau weiß, wie es klingt, aber ich weiß genau, dass er das auch gesagt hat. Oh, da unten geht's direkt weiter. Das ist nochmal Yui. Wasenk. Lass mal bitte verraten, wie ich dich aussprechen soll. Das traue ich mich nie, dich anzusprechen.
Hut ist runtergefallen, okay. Hier soll eine Höhle sein. Da steckt der Wasserfall in der Quelle hier, wo ich schon längst drin sein wollte. Die Quelle jetzt, ja, Shooters, Quelle, das war's. Ich glaube, das gab's auch schon im ersten Teil, ne? Also keine Höhle, aber dieser Eingang hier. Ah ja. Quellwasserhöhle. Sprichst mich richtig aus, aber du kannst mich auch Max nennen. Okay. Na, ich gebe mir Mühe. Ich muss immer Namen mit anderen Namen total hart verknüpfen und total aufmerksam sein. Aber ich gebe mein Bestes, Max. Mit Vasienk. Vasienk. Fand ich nicht so cool. Da kann das sein. Du streamst auch, oder? Spielst du dann irgendwie... Also du warst, glaube ich, so ein Fußballbegeisterter, oder? Spielst du dann irgendwie FIFA oder so ein Kram, oder? Was geht bei dir so ab? Ich kenne es selber mit den Namen, ja, schlimm. Ich weiß nicht, was die immer mit ihrem Pilz da nicht tun wollen. Ah. Oh. Blutmut macht mich fertig. Ja, spiele FIFA, da ich auch schon seit 15 Jahren im Fußballverein spiele. Ist es dann wirklich so, dass Fußballer von FIFA begeistert sind? Oder ist es irgendwie eine andere Liebe? Ich kann mit FIFA nichts anfangen, aber ich habe es auch noch nie großartig gespielt. Nein, dich wollte ich nicht haben. Hinten geht's weiter. Na gut, wir machen mal kurz hier Stopp. Ja, dass FIFA so Simulationsfußball ist, habe ich mir schon gedacht, aber hätte sein können, dass es irgendwie so überhaupt nicht ist wie echtes Fußball und deshalb Leute das nicht feiern oder so. Denn ich mag ja in echt auch gerne Sport machen, aber ich könnte mir halt nicht vorstellen, Sport auf dem PC zu spielen. Weißt du, was ich meine? Na, hier muss er doch sein, irgendwo. Ich höre ihn doch. Sieh mal einer an! Na, da schau mal einer, guck. Ja, suchen wir uns mal die nächste Nebenaufgabe aus hier. Nee, ich muss nochmal zurück. Ich muss nochmal unnötigerweise zurück. Aber ein Glück ist ein Schrein. Wir müssen es bestmöglich wie in echt machen, okay. Na gut, na, ich kann schon nachvollziehen. Das war kein guter Schrein. Es waren jetzt auch keine Gegner, die ich fotografieren musste. Also ich finde jetzt schon, wir haben das Spiel, so gut es geht, durchgespielt. Also ich spiele es ja jetzt, am kommenden Montag erst durch in dem Sinne, aber ich habe bis dahin auf jeden Fall alles gemacht, was ich machen wollte. So dass ich das Spiel wirklich dann mal erstmal ein bisschen weglege. Wenn ich jetzt noch ein paar Nebenaufgaben mache, dann haben wir wirklich das Spiel schon wirklich gut weit geschafft. Krieg bestimmt ein Schild geschenkt. Die Schild habe ich gefunden bei den Ruinen, die vom Himmel gefallen sind. Gib mir Geld, mehr will ich gar nicht. Okay, super. Es bleibt bei dem Endschild. Naja. Äh.
In Chutas Territorium in der Nähe eines Teichs in Hebra. Barbert dampft, am Ursprung des Dampfes befindet sich das von Licht enthüllte Pilzreichtum. Da war ich doch gerade, oder was? Ich glaube, ich sollte da nochmal hin, oder wie? Denn... Ne, die Höhle ist doch fertig. Was wollen sie denn noch von mir? Muss ich da jetzt nochmal hin? Muss ich da wohl nochmal hin? Also... Höhle ist fertig. Ich weiß nicht, ich muss den irgendwie die nochmal anquatschen oder so. Das ist ja dann... Also ich dachte, ich habe sie der zufällig getroffen, aber scheint ja richtig eine Nebenaufgabe bei mir zu sein. Das will ich mir jetzt natürlich nicht entgehen lassen, wenn ich schon hier in der Ecke bin. Hier ist auch kein Gegner, den ich fotografieren möchte. Let's go. Also meistens habe ich bei mir in meinen Streams immer, ich sag mal, eine Art Spiel bzw. Projekt, was so durchläuft. Jetzt war es halt seit Mai. Tears of the Kingdom, also eine ziemlich lange Zeit irgendwie auch. Ich habe mir bewusst viel Zeit gelassen, weil es halt meine Lieblingsspielreihe ist, so, ne? Es gibt eigentlich immer einen Zelda-Titel, der sich durchzieht, aber das jetzt auch erst seit einem Jahr, also... Skyward Sword habe ich erst gespielt, dann Ocarina of Time, jetzt Tears of the Kingdom. Das nächste Projekt wird GTA 5 werden, tatsächlich, weil ich es noch nie durchgespielt habe, die Hauptstory, und das gerne mal machen möchte. Und das wird es dann halt einfach ab nächster Woche Freitag vermutlich geben. Wie gesagt, das Spiel hier spiele ich dann kommende Woche durch. Dann wäre GTA also erstmal die nächste Sache. Mal irgendwie voll was anderes. Hat verschiedene Gründe und habe irgendwie auch mega Bock drauf. Das ist natürlich der wichtigste Grund. Sonst habe ich halt so jetzt letzte Woche mal ausnahmsweise ein Horror-Game gespielt. Das spiele ich eigentlich sonst nie. Dann habe ich manchmal selten mal, also ab und zu mal so Community-Abends. Das haben wir letzte Woche... So Checkbox-Games gespielt und Gardikphone. Nächste Woche gibt es dann mal Fall Guys, da kann auch jeder mitspielen, der möchte. Genau, so ein bisschen. Ab und an gibt es mal Mario Kart. Selten mal sowas wie Animal Crossing oder jetzt momentan Fee Farm, ist so ein Farming Simulator. Ich freue mich schon auf den 22.09. Heißt das, Fall Guys, willst du mitspielen oder was? Ich muss kurz nachrechnen. Was meinst du mit 22.18. Montag? 19. Dienstag? 20. Nee, warte. Was ist Freitag? Achso, wegen GTA. Du bist GTA-Freund. Okay, wow, ich muss echt gerade lange gebaut. Na, Fall Guys steht auf jeden Fall fest. Am besten, also trägst du das irgendwie ein oder wie auch immer. Oder auf meinem Discord mache ich immer so Veranstaltungen, da kann man dann teilnehmen. Also wer will, kann mitquatschen. Genau, also es steht schon fest. Mittwoch, 20 Uhr ist Fall Guys. Nächste Woche Mittwoch, 20 Uhr. Ach, 22. kommt dann ein FIFA raus. Okay. Mensch, das wusste ich ja gar nicht. Ich bin so up to date mit FIFA, wie du siehst. Ja, dann freue ich mich natürlich für dich, dass du da wieder was Ordentliches zum Spielen hast. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was die beiden von mir wollen hier. So verwinkelt ist es ja eigentlich nicht, ja. Seh nicht.
Ist nicht schlimm. Du bist halt bei anderen Spielen dabei, die ich nicht spiele. Ja, das ist ja. Wäre auch echt ein Wunder, wenn jeder irgendwie alles mag und jeder alles kennt und so, ne? Das ist ja natürlich ganz klar. Aber nö, deswegen frage ich auch immer einfach mal gerne nach, wie die anderen das so sehen und so. Das ist immer viel interessanter. Warte mal. Wo muss ich jetzt hin? Oh, hier ist immer noch. Oha. Ich dachte, ich hätte alles gesehen vorhin. Kann ja hier weiter vorhin. Aber da war doch der Dings drin, ne? Nichts weiter. Ah, hier unten ist noch mal was. Ich wollte gerade sagen, bestimmt richtig gut, dass er wieder davor rollt. Das ist ja mal eine spannende Höhle, wenn da mal wirklich so. Oha! Leute, ich hab's gefunden. Das ist ein richtig gutes Thumbnail einfach. Aber bis jetzt sage ich, schaue ich dir gerne zu. Ist interessant. Mit dem Spiel meinst du hier, ne? Ja, freut mich, dass es dir gefällt. Ist eine, also Zelda, beste Spielreihe. Nee, also das ist auch, besonders die neuen Teile sind sehr, sehr stark. Also wenn du eine Switch hast und Zeit, dann könntest du das immer spielen. Willst gar nicht klauen, lass doch wachsen. Xbox und vielleicht PC. Ach so, okay. Ja, da gibt es auf jeden Fall auch sehr viele schöne Spiele. Ich kriege jetzt irgendwie keine Belohnung. Na gut, die Pilze sind meine Belohnung, aber ich will die jetzt alle gar nicht nehmen. Ich will nur den Trüffel haben. Das brauche ich nicht. Der Rest ist doch viel zu schön, um es abzubauen. Beispiel Angeln? Okay. Ja gut, du spielst auch Fußball virtuell. Dann wundert es mich nicht, dass du Angeln virtuell spielst. Ja gut, ich spiele ja auch Farming-Spiele, also darf mich nicht beschweren hier. Das sieht wirklich echt niedlich aus. Im Spiegel angelst du schwarz. Oh nein. Mach mal ein Sternchen, dass wir wissen, wo das wieder war. Jetzt ist die Aufgabe aber fertig. Okay, ein Freund von Fargus erzählt ihm, er hätte einen großen Wirbel im Wasser gesehen. Fargus ist leider zu verängstigt, um sich selbst auf die Suche zu machen, aber er würde das Phänomen schon sehr gerne sehen. Aber welchen Wirbel meint er denn? Ist es irgendwie in der Nähe vom Wald? Weil. Ich weiß nicht genau, ob er da einen meint. Dann muss ich einfach mal nach hier oben gehen und von dort aus schauen. Ich bin echt schon, also muss schon sagen, jetzt ist gerade wirklich so wie so ein Wendepunkt. Ich freue mich, dass ich das Spiel hier bald fertig habe. Ich freue mich, dass ich schon so weit fertig habe, wie ich es jetzt fertig habe. Also irgendwie alles, was ich machen wollte. Alle Schreine, alle Wurzeln, demnach alle Herzen und Ausdauermöglichkeiten, die ich da machen konnte. Alle Weisen, logischerweise. Ich stehe kurz vorm Finale. Ich mache jetzt halt quasi wirklich noch so den feinen Rest, der ja eigentlich gar nicht bei der Story wichtig ist und auch nicht zum großartigen Leveln und Looten. Also Looten, ja. Finde ich, bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass ich das auch so richtig eiskalt durchgezogen habe. Und wir das einfach so gut hingekriegt haben mit der Zeit. Dass ich einfach am besten jetzt also perfekt vorbereitet bin für den Kampf. Und aber immer noch ein bisschen Luft ist, einfach um erst ein paar Nebenaufgaben zu machen. Oh, ich erschrecke mich immer so. Hallo, Peter Byte. Schön, dass du da bist. Peter Byte, so wie ich werde das jetzt nicht aufzählen, die ganze Zahl. Megabyte oder ein Biss der Peter. Okay. Aha. Ja, ich verstehe. Okay, du bist entweder ein Biss oder ein irgendwas Milliardenstel von einem Megabyte. Ich verstehe. Aber ich habe mir schon gedacht, weil ich eigentlich weiß, was ein Byte ist, aber.
Ich sehe hier ein paar Zusammenhänge. Ja, das hast du bisher super gemacht. Danke, Panda. Ich habe mir unglaublich Mühe gegeben mit meinem Lieblingsspiel. Aber ich weiß gerade nur leider nicht mehr, welchen Wirbel der kleine Kock meint. Ich muss noch kurz runterspringen und irgendwie... Aber meint er den Wirbel einfach nur hinten hier im Hylia-See? War das sehr... Hatte ich nicht davon ein Bild gemacht? Sieht direkt aus wie ein Boot, ja. Es ist ein Boot? Hä? Warte mal, ich muss mal hochscrollen. Die Mensch hat wohl geklaut. Nee, ich glaube, Vasean oder auch Max genannt wollte einfach nur gerne auf meinen Discord, weil er Fall Guys mitspielen möchte. Aber was meinst du mit Boot? Gibt es ein Boot, was Byte heißt? Ich check euch gerade nicht mehr, aber ihr macht das schon. Ihr regelt das schon im Chat. Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr einen Wasserwirbel seht. Ja, Panda ballert meinen Chat immer gerne mit Werbung voll, was natürlich mir auch dann viel bringt, wenn die Leute das dann auch irgendwie sehen und mal raufgehen. Also nicht wundern, wenn er sagt, sein Job wurde geklaut. Einfach mal zu talken, ja. Also wie gesagt, ihr könnt alle gerne Fall Guys mitspielen. Das ist offen für alle. Es ist ja sowieso ein kostenfreies Spiel. Ihr müsst es natürlich downloaden, upgedate lassen und euch anmelden bei Epic Games. Aber da kommt ihr ohnehin nicht drum herum. Ich bin mir nicht sicher, welchen Wirbel der Junge meint. Ja. Das ist auch noch so bescheuert zum... Naja. Ach man, jetzt komme ich hier nicht so richtig hin. Noch von hier aus. Ich glaube, er meint den Wirbel. Aber sonst muss ich nochmal zu ihm hin und fragen. Ach, Bot, Pico, ich habe Bot gelesen. Wow, stark. Nein, nein. Er ist kein Bot. Warum habe ich Bot gelesen, Alter? Das dreimal. Bei unterschiedlichen Leuten, ey. So seht ihr mal, wie mein Gehirn funktioniert, wenn es so spät ist. Vor allem, wie ich immer eine Ausrede finde, ne? Entweder ist es zu früh, um so dass mein Gehirn richtig funktioniert, oder ist es halt einfach zu spät. Ja, wenn ihr bei mir auf Discord dann links in der Spalte, da links, die man, wo alle Kanäle aufgezählt sind, oh, ganz oben gibt es den Kanal, der heißt Events. Da seht ihr immer, was so in der kommenden Woche immer so ansteht. Ich aktualisiere das eigentlich immer wöchentlich. Und da könnt ihr halt auch das sehen mit dem Fall Guys, da könnt ihr auch einfach raufgehen und sag mal von wegen auf Teilnehmen drücken, dass ihr dann auch benachrichtigt werdet. Seit wann gibt's denn wieder diesen Emote? Ich bin das denn, hab ich ja noch nie gesehen. Also ich kenne ihn, klar, aber ich meine, ich habe den noch nicht gesehen, dass es den als Emote gibt. Das ist immer gut. Gut. Oh Mann, ey. Unangenehm. Es ist einfach schon wieder eine Stunde um. Es ist Wahnsinn, wie mit euch die Zeit verfliegt. Strudel. Okay, das ist der Strudel, den er meint. Bestes Bild. Starke Nummer. Los, gehen wir mal zurück zu ihm. Wo ist es denn? Alle zeigt er nicht an bei Twitch. Was zeigt er nicht auf Twitch an? Ja, stehe ich nicht. Kennt ihr die Szene mit Homer? Viva Gamescom, ja. Das war meine erste Gamescom und ich war natürlich begeistert. Es war tatsächlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber sowas mal im Jahr einmal zu machen, ist schon schön. Also es hat mir gut gefallen, alles. Also ich war Samstag und Sonntag da. Und hab halt alles gesehen. Ich bin großer Rocket Beans-Fan. Hab mich natürlich gefreut, die auch mal in echt zu sehen. Und Sonntag habe ich zum ersten Mal auch Cosplay gemacht und hab dafür auch viel Lob gekriegt. Das hat mich natürlich auch nochmal extra gefreut. Ach, der Emote. Oh Mann, was ist denn los mit dir? Alle zeigt ihn nicht an. Red Fish, okay, danke dir. Aber naja, das meinte ich eben. Ja, die meisten kann ich zudeuten. Ne? Bei mir wird immer so ein weißer Kreis angezeigt. Ich glaube, es ist so ein Emote, der so ein bisschen benebelt guckt oder so.
Nächstes Jahr da, vielleicht sieht man sich ja. Ja, das kann durchaus sein. Ich bin auch nicht davon abgeneigt, sich da mal Hallo zu sagen. Sofern das natürlich alles auf einer freundlichen und respektablen Ebene irgendwie passiert so. Was wollt ihr jetzt eigentlich haben? Noch Milch? Ein großer Wirbel im Sand. Das ist ein wirbelfreundlicher Typ. Ich weiß aber, welchen Wirbel er meint. Den kriegt er auch. Jetzt habe ich natürlich parat hier. Für ihn mache ich alles. Nächstes Jahr Gamescom mit Pip-Benutzer, genau. Nein, ich bin eigentlich noch nicht müde. Also ich werde heute nicht sehr alt, das sage ich euch jetzt schon, aber ein bisschen noch. Eine Stunde geht schon noch. Was dachtest du denn? Ja, ich meine ja nur, ne? Es gibt da immer hier und da. Ich bin einfach ein bisschen vorsichtig, aber an für sich immer sehr gerne. Man kriegt ja auch immer durchs Schreiben schon einen Eindruck, wie jemand ist und so. Deswegen weiß ich meistens, dass das ja alles cool ist. Ich habe diesmal auch ein paar Menschen getroffen, die ich auch nur so vom Stream kenne sonst. Oh, Peter Byte. Prost. What do you like about corn? It's cold! Nicht müde, aber lesen funktioniert auch nicht mehr. Kann auch einfach daran liegen, dass ich halt einfach 6 Stunden gearbeitet habe am PC. Dann habe ich 3 Stunden an der Switch gespielt. Um jetzt nochmal an der Switch zu spielen. Es passiert hier gerade so viel! Hallo Harlem! Schön, dass du reinschaust. Vielen Dank für deinen Follow. Du hast mir gerade eben die 100, 500 Follower voll gemacht. Und somit mein halbes Tausend. Ich bin stolz auf euch und stolz auf mich. Ich bin auf Krawall aus. Das glaube ich dir nicht, Panda. Auch wenn das der Name ist. Ich glaube, du kannst dich zusammenreißen. Ich sehe, die Alerts gerade überschlagen haben. Absolute Überforderung. Ihr wollt mich doch nur wachkriegen. Das war mein Ziel, die 500. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, das freut mich natürlich sehr, dass ich mein Ziel jetzt dadurch erreicht habe. Dein Ziel und mein Ziel haben sich erwünscht. Erwünscht? Erfüllt! Oh Mann, ey. 500 Milliarden Follower wären ein bisschen crazy. Gib mir Bambus und Essen und ich bin glücklich. Etwas Met auch. Euer ja, Met ist echt nicht verkehrt, das ist schon geil. Ach Mann, ich mag Geselligkeit und dann auch noch Alkoholkonsum bei Geselligkeit. Oh Mann, ey. Ich zeig wieder im besten Licht. Ich soll aufhören mit den krassen Sprüchen. Ich werde einfach weiter normal reden. Das wird heute nichts mehr. Das wird uns die Energie besorgen. Ne, alles gut. Ich brauche nur ein frisches Glas Wasser, was ich mir gleich holen werde. Und dann geht's auch gleich wieder. Ich habe den ganzen Tag nicht geredet. Das muss ja irgendwann mal raus wieder. Zählt das hier als Wirbel? Halbsand? Muss es ja eigentlich sein, aber da drin fehlt mir noch der Mayui. Ich glaube, ich gehe mal kurz rein und hole ihn mir. Mit Wasser vielleicht Kaffee? Nee, lieber nicht, aber dann muss ich ja viel zu lange wach bleiben. Das macht keinen Sinn. Ich merke das schon, es tut mir leid. Nein, dann bleibe ich viel zu lange wach. Ich bin das so, danke für deine Bitte. Dankeschön. Ich glaube, hier war ein Schatz drin, den ich mir geholt habe. Wenn ich jetzt nicht gleich sofort den Mayui finde, dann gehe ich wieder raus. Ich möchte auch einen Google-Hub haben, schreibt Panda. Ja, die sahen wirklich schmackhaft aus. So klein und niedlich auch noch. Aber waren das die Muffins, die du versucht hast? Das war doch ein anderes Bild. Oder waren das. Oder hast du mehrere Formen gemacht? Weil du hast doch Cupcake-Formen gezeigt. Anna, vielen Dank für deine Buddies. Dankeschön. Ja, es sind die Muffins gewesen. Achso. In einer Google-Form, die aussah wie eine Muffin-Form. Ich verstehe. Na gut. Ich habe keine Lust, den Mayui zu suchen. Ich glaube, ich gehe einfach direkt wieder raus. Lass mal das Bild abgeben und gucken, was er denn noch für ein Bild haben möchte. Waffe ist getarnt als Google-Hupf. Eine Frechheit. Aber da packe ich so Mini-Google-Hupf-Form rein und stürze sie. Oh, oh, clever, Piepenüsse. Man lernt ja nie aus bei dir. Da-da-da.
Jetzt haben sich, glaube ich, mindestens 7 Leute für Fall Guys bei mir auf Discord angemeldet. Das ist natürlich schon mal sehr, eine sehr starke Nummer. Da freue ich mich natürlich schon mal sehr. Ist auch einfach schön zu sehen, wenn man so nach Monaten oder auch teilweise nach Jahren mal so ein Spiel wieder spielt zusammen, wie immer mehr Leute daran teilnehmen. Das ist einfach schön. Hier ist er. Erledigt. Wie viele Nebenaufgaben habe ich schon gemacht? Ich glaube, 3 Stück oder so. Boah. Also ich habe ja noch längst nicht alle Nebenaufgaben hier aktiviert. 4 Schleichglöckchen und 2 Leuchtsamen. Gut. Gemütlich echt lang läuft. Also ich weiß, wer beim Community-Treffen für das Essen sorgt. Community muss so falsch sein. Das hast du wirklich sehr falsch geschrieben, das stimmt. Hier ist hier hoch, ich weiß nicht. Man ist auch schon müde auf die Augen. Ja, so Community-Treffen wäre schon krass, ey. Aber ihr wohnt alle so weit auseinander. Ich glaube, da kommen wir auf keinen guten Treffpunkt. Panda gibt es nur in echten Wurstfingern. Das stimmt. Oh, er hat es ganz romantisch gemacht hier. Für wen denn? Kommt jetzt eine kleine Lady Croc rein? Na, wie findest du meinen neuen Geheimraum? Vielen Dank nochmal. Hier, nimm dieses zur Belohnung. Oh, Krogstoff, ja! Den werde ich mir sofort draufziehen. Das muss unglaublich niedlich aussehen. Nächste Nebenaufgabe fertig. Ballen hat er sich einfach dazu entschieden, im Kopf vom Deku-Baum sein Geheimzimmer zu machen. Als wenn der Deku-Baum das nicht mitkriegt, oder was? Ich darf es nicht klauen, schade. Naja. Jetzt kommt das große Spezial-Event. Meinst du jetzt hier die Aufgabe? Nee, meistens. Wie bei Sims, wenn man so mit der Kamera wegdreht, damit da die anderen nicht sehen, was man sich da anguckt. Und dann kommt da so eine Riesenszene. Walnuss hat dich zu einer Schatzsuche aufgefordert. Er hat ein Waldschwert und eine Waldlanze oberhalb des Gesichts des Deku-Baums versteckt. Schatzsuche oberhalb des Gesichts des Deku-Baums. Da ist wieder Pandas Wurstfinger. Er schreibt genau. Ich finde stark, dass du deine Rolle auch immer wieder unterstreichst. Mit jeder einzelnen Chat-Nachricht. Er ist höher als das Gesicht des Deku-Baums. Naja, ist halt die Frage. Ist es auf einem Ast irgendwo drauf? Ich glaube, ich hatte schon mal geguckt. Also ich weiß nicht, ob ich das ohne Hilfe finden werde. Weil ich halt auch nicht Lust habe, irgendwie 3 Tage zu suchen. Das kann ja eigentlich nur auf einem Ast sein. Weil woanders falle ich dann runter und bin dann im Nebel und werde wieder zurückgeschmissen. Jeder hat seine Rolle und schön drin bleiben. Pippin ist das Google-Hupf-Beauftragte. Ja, hier wird sich so ein Schatz eigentlich anbieten, ne? Aber es sieht nicht danach aus. No! Ja. Finde sie unangenehm, dass man sich durch den Deku-Baum so durchschlingeln kann. Ich finde es eigentlich ganz geil, weil ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich ganz schön auf den Deku-Baum rauf wollte und da habe ich halt gesehen, dass es einen Geheimraum gibt. Ne? Und das ist halt einfach so eine süße Idee, dass sie es einfach nur gemacht haben. Finde ich super.
Gibt es eine Cocks, die sich hier im Cockwald verstecken? Ja, wo soll das denn bitte sein? Ich check das nicht. Da oben, ich sehe was. Ja, da hilft natürlich diese Ansicht. Da fehlt mir noch die Lanze. Die muss auf einem Ast oder so sein, oder was? Vor allem ein Schwert, was ich noch nicht habe. Okay. Da hinten. Unten. Oh Mann, beste Ansicht. Waffentasche ist immer noch voll. Gute Rolle. Bin ich halt auch. Gut, ich glaube, was meine Rolle ist, müssen wir jetzt nicht nochmal erklären, oder? Dumme Sprüche am Abend. Als nächstes will ich, dass du ein Waldschild findest, den ich versteckt habe. Tiefer als das Gesicht. Auch nicht auf dem Boden und auch nicht im Nabel. Also eine Art Höhle oder meint er jetzt den Untergrund vom Baum? Was meint er denn mit Nabel? Wo ist denn der Nabel vom Dings hier? Das kann doch nicht der Untergrund sein. Tiefer als das Gesicht? Chef oder so. Das ist okay. Ah, das klingt ja so forsch. Ah! Ich sehe schon kommen, dass ich das Spiel in einem halben Jahr wieder lösche und einfach von vorne spiele. Offline natürlich. Keine Angst, nicht wieder hier. Und ich wundere, das Spiel hängt immer, wenn man durch den Cockwald geht. Das liegt nicht an meinem Stream, das liegt einfach irgendwie an dem Spiel. Aber es war schon im ersten Teil, haben sie schon nicht hingekriegt. Was machst du? Meinst du löschen und neu spielen? Habe ich beim ersten Teil auch schon gemacht. Also das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Nicht in den nächsten Monaten, aber so nach einer gewissen Zeit. Wenn man so wieder Sehnsüchte nach so einem Spiel hat. Und halt schön offline, weißt du, wenn ich halt zum Beispiel Fee-Farm und so wieder durch habe oder andere Spiele, mal gucken. Also früher oder später bestimmt. Das hier würde ich nochmal spielen. Sonst spiele ich ja kaum Spiele doppelt. Weil ich habe das ja jetzt so immer schön, also ich habe es auch viel erlebt und aufgesagt und besonders, weil ich halt die Videos im Nachgang immer nochmal geschnitten habe, habe ich es ja immer gefühlt doppelt gesehen. Natürlich nicht ganz doppelt. Das war natürlich irgendwie auch total prägend, dann hat man sich auch irgendwie alles nochmal doppelt gemerkt. Aber dennoch, ein paar Monate später, halbes Jahr, ganzes Jahr vielleicht, wenn ich jetzt, sag mal, zum Beispiel auch noch GTA fertig habe und Hogwarts und Fee-Farm irgendwie durch und ich dann mal wieder so einen Moment habe, wo ich denke, na, jetzt möchte ich nichts Neues holen, aber ich möchte auch mal wieder was Gutes spielen. Den schönen Abends, wenn man auf der Couch liegt oder im Bettchen oder so. Ein bisschen Zelda spielen. Und weil ich das halt alles schon mal gemacht habe, läuft es dann vielleicht auch ein bisschen flüssiger, weil man halt einfach ein paar Sachen kennt, so. Oh Mann, scheiße, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das finde oder ob ich da mir irgendwie eine Lösung einholen muss, weil ich habe es irgendwie noch nicht Lust, stundenlang zu suchen. Bei mir gibt es irgendwie sehr wenig Spiele, die ich doppelt spiele. Ja, also bei mir halt auch nur kaum, ne? Also selbst Animal Crossing habe ich doch bis jetzt in meinem Leben noch nie gelöscht, meine Welt, und sondern immer nur weitergespielt, das, was ich schon hatte. Also da ist Zelda wirklich das Einzige irgendwie, was ich doppelt spiele mal. Aber nur weil ich halt weiß, dass man ja nie alles 100% behält, was passiert und so, und man lieber nochmal nachgucken möchte, was war und so. Ach, keine Ahnung. Also das einfach nochmal erleben will. Nee, kann es ja nicht sein. Hat er nicht gesagt, dass es hier nicht ist?
Witcher 3 hast du zweimal gespielt, ja, das auch zu Recht. Das habe ich auch nur einmal gespielt, aber wie ihr ja vielleicht wisst, auch alles, was ich machen konnte. Also in meinen Augen 80%. Ich habe nicht 80% erreicht. Unterhalb des Deko-Baums. Also es muss ja quasi einfach gleich hier irgendwo sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das einfach in irgendeine Ecke geschmissen hat, sondern halt schon wirklich im Blick, auch hier vorne oder so. Aber man findet ja nichts. Am Deko-Baum dran. Da oben ist was versteckt, Leute. Sehe ich es richtig? Das ist wirklich das Schild, ey. Na, nur weil ich so taktisch klug vorgehe. Ich bin stolz. Schande über dich. Also nicht alles bei Witcher 3 zu machen, das geht doch nicht. Ja, ich habe alles gemacht, aber halt offenbar nicht genug Menschen. Also alles, was ich da hatte, habe ich gemacht. Aber wohl nicht genug Menschen irgendwie angesprochen für Nebenaufgaben und so. Aber ich habe halt natürlich die Hauptstory durch und bei den DLCs alle Schatzsuchen und so, die ich hatte. Ja, das ist schon wirklich ein tolles Spiel. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, das nochmal zu spielen. Weißt du, so ein Zelda ist ja dann doch kleiner, das würde ich nochmal spielen. Kann sein, dass ich im Leben irgendwann sage, ich habe überhaupt nichts mehr zu spielen, dann mache ich das wieder an. Also kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Ich hätte es nie vergessen, nachdem ich fertig war, wurde die Truhe eingerichtet, dass man auch Sachen lagern kann, nachdem du fertig warst. Das ist sehr ärgerlich. Oh scheiße, ich bin hier total falsch irgendwie gerade rausgekommen. Es tut mir leid für dich, Pana. Aber ich muss sagen, diese Lagertruhe, die nutze ich, also habe ich zumindest sehr wenig genutzt. Da liegen bei mir vielleicht höchstens 15 Sachen drin. Sonst, ich habe das so selten einfach genommen. Wirklich nur, wenn ich irgendwelche Items geholt habe, die ich als besonders empfand. Waldbogen. Ah, das hat sich gelohnt. Wir stellen das heute echt gut an. Goropolis, Stadt der Legenden. Ein junger Gorone namens Spaffel ist auf der Suche nach der legendären Stadt Goropolis, in der bereits vor Urzeiten Goronen gelebt haben sollen. Für die weitere Erkundung hat Spaffel sich bereits eine Lore ausgesucht, doch es gelingt ihm nicht, diese Fahrt zu versetzen. Fliegen wir einfach erstmal hin und gucken mal, was sie überhaupt von mir will. Es war sehr ärgerlich, ich hatte das Haus komplett eingerichtet. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Ja, aber das Haus habe ich halt auch. Das habe ich auch ganz ausgebaut in Witcher und so. Also irgendwie alles gemacht, was ich hatte und cool fand und so. Auf jeden Fall auch so weit, dass ich halt auch irgendwann, das war ja vor einem Monat oder so, habe ich ja gesagt, ich mache das jetzt wirklich mal nochmal eine Runde zurück. Da muss wieder der Drache, ich muss da hin. Die muss ich mitnehmen. Ich habe gesagt, immer wenn ich den sehe, muss ich den holen. Mensch, was wir dich beim Fundent Wollermann? Sieht aber schon schick aus. Da freue ich mich. Haben wir das Ziel auch noch erreicht? Wow. Das war richtig erfolgreiche Streaming-Zeit in letzter Zeit. Da freue ich mich. Ha!
Wii U. Oh, so Klaue. Nicht geschafft. Ja, ich glaube zumindest, dass ich die brauche. War doch gleich irgendwo eine Fee hinter mir. Komme ich da noch hin? Das ist wahrscheinlich schon. Ne, da unten ist sie doch. Das Panda Witcher 3 gleich zweimal gespielt. Alles durch plus DLC. Frage von Bibinister. Schon ein krass großes Spiel. Also Respekt, dass wir das. Also da. Weil du so gestaunt hast, dass ich Zelda zweimal spielen würde. Aber du hast The Witcher zweimal gespielt. Shumi hat es, glaube ich, auch zweimal gespielt. Schon crazy. Aber ich muss jetzt erstmal. Ich habe schön ein paar Sachen auf dem Plan. Jetzt halt Zelda. Nebenbei Fee Farm und Hogwarts. Also, ich freue mich dann aber auch, wenn ich das alles mal durchgespielt habe, um einfach ein bisschen den Spaß gehabt zu haben und so. Es ist einfach cool, wenn ich mal wieder ein bisschen was im Spielen habe, weil ich hatte jetzt manchmal schon den Eindruck, dass ich irgendwie. Also, es gab erst mal ein paar, vor ein paar Monaten so eine Zeit. Als hätte ich nie was zu spielen gehabt. Da habe ich so gesucht, ne, weil ich ja zum Beispiel Stardew Valley auch wieder durch hatte. Dann wollte ich gerne ein Farming spielen, so wie jetzt ich halt Fee Farm wieder habe. Und dann war Zelda ewig noch nicht draußen. Da habe ich ja halt Skyward Sword und Ocarina of Time gespielt. So. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen, ne? Ich hatte Witcher durchgespielt, also auch mit beiden DLCs, aber ja, das quasi eigentlich auch erstmal fertig. Es ist ein wunderbares Spiel. Ja, zweimal ist wirklich doll. Da habe ich auch dann einmal andere Spiele, die ich noch eher spielen würde. Das habe ich schon auf höchster Stufe, okay. Als nächstes möchte ich ja das Blaue hier. Wo ist denn das? Hier. Brauche ich aber noch eine Klaue. Das hätte ich eigentlich gerne noch gelevelt, bis, bevor ich das Spiel durchspiele. Und das ist so mein einziges Ziel, weil ich möchte gerne das tragen an dem Tag. Das habe ich ja irgendwie alles, was ich verstärken möchte zumindest. Ja. Also ich kann das jetzt verstärken, weil ich es halt habe irgendwie. Aber Witcher sieht auch halt unglaublich schön aus. Ich habe es ja dann auf dem PC gespielt. Ab der Hälfte, würde ich sagen. Das sah so, das sieht so gut aus. Ich habe es in 2K gespielt. Ich glaube, selbst in 4K hätte mein PC es geschafft. Aber ich dachte, dann so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Also, das sah schon wirklich toll aus. Unglaublich schön. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich das erstmal wieder weggelegt habe. Aber man darf ja nicht vergessen, dass man ja auch so viele andere tolle Spiele hat, die man momentan spielen möchte. War schon nicht leicht. Ja, obwohl es so alt ist, ne? Es ist halt einfach krass, wie sie das gemacht haben. Hab's keine Lust zu verstärken. So viele Spiele und so wenig Zeit. So ist es nämlich. Man muss sich das richtig mit einplanen. Immer irgendwie so, wie ich halt mit Streaming plane ich es ja eh automatisch mit ein. Oder halt wirklich sagen, jeden Abend, wenn man noch kann, nochmal ein, zwei Stündchen irgendwie. Es ist einfach wirklich schon nicht krass. Schon nicht krass. Schon nicht leicht, meinte ich. Es ist krass. Schon nicht leicht. Ja, so wie manche sich auch planen, bestimmte Filme anzugucken oder Serien. Manche planen, es irgendwie ein Buch zu lesen und so. Es warten einfach so viele Spiele auf mich und ich habe viel zu wenig Zeit. Es ist schon nicht krass. Ja.
Ich weiß, was du meinst, Pipanista. Also, ich habe halt das Glück, dass ich das jetzt mit dem Stream so weitestgehend gut geplant kriege und ich halt trotzdem jetzt momentan noch, es kann jetzt im Semester wieder anders aussehen, dass ich vielleicht abends nicht mehr so viel Zeit oder Kraft habe. Aber ich möchte das eigentlich schon durchziehen. Es ist genauso wichtig wie Musik für mich und wie Sport. So genauso, weil abends, wenn ich auf der Couch sitze nach 22 Uhr, kann ich eh nicht mehr musizieren, da kann ich auch keinen Sport mehr machen. Also ich könnte, aber ich bin ja halt zu Hause und würde es nicht machen, weil ich das ja nicht zu Hause mache. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, so, ne? Dann kann man ja halt wenigstens noch ein bisschen zocken. Ist mir immer noch lieber, als einfach nur da zu liegen und einen Film zu gucken, bin ich ehrlich. Das macht mir nicht so viel Freude. Hat ja gar nicht mehr so geschmeckt. Das ist ja schon nicht krass. Er hatte Lore und Kissen drin, der Kleine. Hier rein, oder was? Ich weiß nicht gar nicht, wo du hin willst. Das hätte sie auch selber zusammenbauen können. Mit ein bisschen Spucke. Na komm, gucken wir uns die alte Stadt an. Bestimmt irgendwo da, wo ich schon mal drin war. Das war jetzt gar nicht mal so weit. Achso, er wird jetzt weiter alleine Gorupolis. Das war's. Warum habe ich das nicht das schon gemacht, wo ich ihn gesehen habe zum ersten Mal? Ganz lustig, wie mein Knie übrigens immer dabei ist, ne? Alle denken, hier wäre irgendwie so ein Kinderkopf oder so. Das ist einfach nur mein Knie, was einfach mit dem Bild drin ist. Das ist einfach ein Teil von mir, das gehört dazu. Es muss mit dem Bild sein. Aber so lümmel ich übrigens den ganzen Tag auf dem Stuhl, ne? Wenn ich arbeite, 6 bis 8 Stunden, ich lümmel den ganzen Tag so rum. Da wundere ich mich, dass ich Rückenschmerzen habe. Ihr könnt es einfach so machen, ich gebe euch Nachhilfe im fleißigen Zocken. Das heißt, immer wenn ich streame, müsst ihr auch was nebenbei spielen. Aber ihr macht bestimmt sowieso alle nebenbei was, ne? Das ist so absurd weit weg vom Körper. Wie lange ist dein Bein? Ich bin das, du weißt ganz genau, wie lange meine Beine sind. Absurd weit weg von meinem Körper. Das ist einfach total normal weit weg. Es sieht einfach nur total beschissen aus, wie es da drin ist. Im Bild. Habe ich, sehr schön. So muss das doch sein. Okay, wieder eine unnötige Nebenaufgabe fertig. Okay. Also wieder eine klassische Nebenaufgabe, irgendwo ein Felsenfilet bringen, alles klar. Seefarm, sehr schön. Wie weit bist du da in etwa? Was machst du gerade so? Ich habe jetzt, glaube ich, so doll reingesuchtet, dass ich eigentlich wissen müsste, wo du bist. Also es macht mich schon Spaß. Also ich muss schon sagen, hat schon Suchtpotenzial. Es ist kein krasser, kein Überfliegerspiel oder so, aber es ist halt das, worauf ich halt Bock habe, wenn ich offline mit Müdigkeit spiele. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man so ein Mittagstief hat oder kurz vorm Bett gehen nochmal. So Hogwarts zum Beispiel spiele ich mit Aufmerksamkeit, auch abends auf der Couch beim Lümmeln mit Aufmerksamkeit, aber Zelda natürlich genauso, aber halt nebenher noch Entertainment und Entertainment. Und Fae Farm halt richtig zum Lümmeln, richtig gut zum Abschalten. Was hat er nur gegen Hylianna, ey?
Naja, wir müssen da jetzt wohl langfahren. Ist halt die Frage, in welche Richtung? Aber hier scheint es in die Höhle zu gehen. Hier geht es aber auch in eine Höhle rein. Restaurant Westschach? Und hier ist wahrscheinlich Restaurant Ostschach. Ich gehe mal zum Osten. Entertainment, sehr gut. Stark. Es kommt in meinen Titel, Feminist, aber nur weil du dir so viel Mühe gegeben hast, es einzugeben. Kann ich das kopieren einfach? Ja. Warte mal. Oh Mann, ey, jetzt ist so stumpf. Sehr gut. Sehr gut, Panda. Entertainment. War das gerade mit Vogel? Den habe ich ja noch nie gesehen. Hier ist ein bisschen heiß drin, glaube ich. Na, hoffentlich ist dieses gute Stück Fleisch hier auch einfach schon direkt drin. Mann, ich hätte jetzt echt eine Lore gebrauchen können. Ein Glück habe ich in meiner Tasche. Oh. Wow. Erst mal angeben und dann verkacken. Das sind mir die richtigen. Ja, ich habe keine Lust zurückzulaufen. Aber es ist auch ein Luxusproblem. Denn ich. Ich kann einfach das hier nehmen. Warte mal, ich hab's nicht. Ich habe keine Lore hier, ich muss zurücklaufen. Hä? Wo waren denn die Loren? Ja, eine starke Nummer war das, aber ich. Sehr gut, Panda. Ich bin immer richtig stolz auf euch, wenn ihr die richtigen Sounder da raussucht. Hier ist aber keine. Ohren nicht vergessen. Aber der ist doch jetzt auch schon. Oder ist die Gegend hier noch nicht so heiß? Nee, die ist tatsächlich noch nicht so heiß. War das im ersten Teil nicht so, dass es hier auch schon extrem heiß war? Hier in der Gegend, sobald man irgendwie ansatzweise am Vulkan ist? Sein Yunumbo ausstellen. Der stresst mich, der Junge. Bin echt gespannt, wie das Finale wird, ey. Brauche aber noch ein paar Tage Geduld. Obwohl, Yunumbo kann ich, glaube ich, gleich gebrauchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da gleich irgendwas kommt. Nö, nix weiter. Ah ja, hier ist das Fleisch. Ja, damit. Denkt dran, morgen ist der Warntag um 11 Uhr. Nicht, dass ihr euch wundert, dass euer Handy klingelt.
Das wusste ich aber echt nicht, Panda. Wieso habe ich da noch keine Nachricht zu gelesen? Hast du dir das gerade ausgedacht? Wusstest du das, Pipinus? Ich wusste das nicht. Warum? Ich habe dafür davon nicht Bescheid gekriegt. Ich muss gleich rausholen eigentlich. Dann habe ich auch einfach alle Schreine fertig. Ich kann nicht mal mehr einen Schrein machen. Oh, wow. Er hat recht. Nee, nichts ausgedacht. Wusste es auch nicht. Okay, ich bin nicht der Einzige, die es nicht wusste. Also ich, meistens kriege ich so, also ich folge irgendwelchen Nachrichten auf Instagram und meistens kriege ich spätestens sowas dort mit. Und teilweise sogar schneller als andere Menschen. Deswegen wundert es mich, dass ich das noch nicht weiß. Der ist echt nicht genug Kraft, ja? Brauche ich zwei davon? Es wird sich so mit einem Meeting, wenn das bei allen losgeht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich beim ersten Mal war. Tag quasi. Ist das immer der gleiche Tag eigentlich? Wie? Ist ja noch relativ neu. Ich kann mich nur erinnern, dass es letztes Jahr mal so war. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück mit dem Teil hier? Spätestens um 11 Uhr bist du wach, außer du machst dein Handy komplett aus. Ja. Ja, also ich bin dann sowieso schon wach. Ich werde wahrscheinlich sowieso einen kleinen Schreck kriegen, weil ich das eh vergessen werde. Na, geht doch. Noch eine Rakete drin backen, ja, weil es nicht reichte. Aber ich hab's ja, ne? Was soll der Geiz? Rauflegen, aber es geht nicht. Oh, ich stehe jetzt runter. Es schwebt magisches Fleisch. Obwohl es auch Stein ist. Apropos unbekannt. In diese Kategorie fällst du bei mir nicht mehr, falls sich unsere Wege wieder kreuzen sollten. Alles klar, Bogo. Weil es ist ein Gena, ja, das ist schon ganz Zeit und ich aufgefallen. Ich bin ein bisschen müde auf die Augen. Weiß nicht, ich finde abends Stream teilweise richtig anstrengend mittlerweile. Ich bin alt. Eine Meute von Monstern hält sich an der Küste von Nordkala auf und Aya macht sich Sorgen, dass sie zum Stall vorrücken könnten. Ja, dann heißt es jetzt Kampf. Kampf. Kämpfen gehen. Auch die Augen werden älter und wollen sich früher ausruhen. Das klingt total nach so einer Kindergeschichte irgendwie. Ich stelle mir gerade vor, wie so zwei Augen Hand in Hand. Irgendwie so man sieht so Geschichte, so hey. Erst gehen wir in den Kindergarten, dann irgendwie zur Schule, dann irgendwie Abschluss und irgendwas mit Job, lernen sich einander kennen. Ich kann nicht nebenbei reden. Heiraten, kriegen noch ein Auge. Und ja, dann werden sie älter und dann werden die Augen einfach schneller müde. Am Krückstock, geh Hilfe. Aber Piep, du mit deinen 22 kennst du das noch nicht. Nee, nein, Piep und Nisse. Kennt das noch nicht. Es ist so windig, ich komme da gar nicht richtig hin irgendwie. Außerdem ist es vielleicht ein bisschen beschissen bei Gewitter, oder?
Vielleicht die Möglichkeit hier irgendwie. Naja, ich fliege jetzt rüber. Mal gucken, ich brauch mal Tulin. Ihre Augen sind doch frisch. Ihre Augen haben noch nicht so viel gesehen. Oh, da sind die Monster, die ich fotografieren muss. Das machen wir doch mal. Oh Gott, hier oben ist eine Bombe. Da werde ich garantiert nicht landen. Nee, das ist ein Moblin. Ich brauche einen anderen. Oh, als wenn ich wüsste, wenn ich... Ich muss den Horrorblin. Ich weiß nicht, wer Horrorblin ist. Wie er wegläuft. Mann. Upsi. Das tat ein wenig weh. Gibt da so Tropfen für die Augen. Um es mit Picos Worten zu sagen, gerade erst aus der Schule raus und bereit fürs Leben. Hydro-Tropfen kenne ich auch. Es gibt Tropfen, die einen wach machen. Frag meinen Freund. Ich schmeiß mich mit einem Stein. Oh, er ist im Wasser gefallen, sehr gut. Oh, Fische. Ja, damit. Energy für die Augen. Jetzt sehen wir mal, die Augen Energy Drinks trinken. Gönnergy. Alter. Ist Gönnergy überhaupt ein Energy Drink oder ist es nur Eistee oder so ein Scheiß? Die machen die Augen wieder geschmeidig und dann siehst du besser. Oh, ja, her damit. Auch geschmeidige Augen. Oh Mann, ich kann jetzt ja nicht mal rüberklettern. Ja, Pico, deine Fantasie gehört auch ins Bett. Bettfantasien. Energy ohne Zucker. Oh, das ist schon mal gut. Wird schon Energy sein, warum sollten sie es so nennen? Ja, stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Was ist denn los? Unfassbar. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich dachte einfach nur Gönnergy und irgendwas mit Monte oder wie auch immer der Typ heißt. Oh, wow. Warum lande ich mit dem Feuer? Nö, jetzt bleibe ich erst recht auf. Oh. Wieder Raketen, die muss ich mitnehmen. No. Ich bekomme noch freie Schilder. Kann nur noch lustiger werden. Ja, es ist. Ich hoffe auch für euch. Für mich wird es noch trauriger. Oh. So, was ist es? Ah! Dann treffe ich den nicht mal. Ich habe jetzt einfach 6 Pfeile verschossen. Ich brauche ja nur einen Treffer. Das ist ja das Einfache. Und der hier oben, was bist du? Na. Oh. Ob ich mich erschrocken, Leute? Was ist denn das für ein Alert? Werde wieder raussuchen von euch. Panda bestimmt. Ja, das war doch klar. Günstig.
Boah, wieso habe ich noch so wenig Pfeile? Gib mir den Timeout. Nix da. Alles sind ja erlaubt. Ich stelle die Alerts ja selber ein, aber ich vergesse halt immer, dass ich sie eingestellt habe. Wieso kann er nicht hochklettern? Der gute Miau wird viel zu selten gespielt. Oh, Andy hat 2000 zur Herausforderung beigetragen. Sehr schön, vielen Dank. Das ist aber ein schwacher hier, der blaue. Oh, mein Schild. Ding, ding, ding. Das sind auch viele Punkte. Ich weiß, ich hatte auch schon kurz Befürchtung, dass du für die Herausforderung alle auf einmal einlösen kannst. Da habe ich schon kurz Angst gekriegt. Das wäre ja zu leicht. Aber man kann wohl nur 2000 pro Stream irgendwie spenden. Keine Ahnung warum. Also ich hätte das auch schon erhöht, dass man mindestens irgendwie 5000 oder so spenden kann. Aber ich weiß gar nicht, wo ist die Herausforderung jetzt? Ja, bei 20% schon, komm, das schaffen wir noch locker. Severus Snape. Dann können wir zurückgehen. Wie kann man nur so viele Punkte haben? Wie toll. Ja, ich weiß nicht, wie viele. Andy hat unglaublich viele. Komm, steck dir eine Banane ins Ohr. Wahrscheinlich nie, weil ich feiere das manchmal für eine Sekunde und dann, ich glaube, wenn ich das ständig hören müsste, dann würde ich aggressiv werden. Aber vielleicht gibt's das ja, ich muss halt mal schauen. Das ist halt einfach teuer, hahaha. Steck eine Banane in dein Ohr. 105! 1000 Punkte, Annie. Nicht schlecht. Guckst wohl auch zu. Da bin ich aggressiv. Oh, die gibt mir 3 Punkte. Das ist ja lieb. Schon mal deutlich weniger. Fossil eines ausgestorbenen Kolosswalds. Gut, das kenne ich ja. Aber es wurde mir eh markiert auf der Karte. Ich weiß aber auch, wo es ist. Muss ich ja dazu sagen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie das nochmal ging, die Melodie. Charlie, du siehst traurig aus. Deine coole Augen starren geradeaus. Die Welt ist viel schöner, als du denkst. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Scheiße, ich komme nicht drauf. Manchmal reicht ja der Text, bis man drauf kommt, ne? Aber jetzt nicht. Mann, da fehlt noch das Ohr. Deine coole Augen stehen gerade aus. Ich weiß nicht, wie es geht. Aber der Pinguin ist doch ein Dame mit Ohr. Ach so. Ja, gut.
Das lasse ich als Teamwork gelten. Kein Krog-Match, Enttäuschung pur. Das wohl wird hier. Schau Discord. Ja, ich, also gut, jetzt hast du, du hast den Text reingeschickt, das ist schon mal sehr lieb, aber ich brauche halt die Melodie. Warte ich euch das. Damit ich das vorsingen kann. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich glaube, den Song kann ich einfach zu wenig. Ich weiß genau, welchen Song ihr meint. Da ist dann so der, das Pferd halt und dann irgendwie dieser kleine, ich weiß nicht, Froschmensch oder sowas, der auf dem Boden liegt und das so komisch singt. Ich weiß nicht genau, was ich damit machen soll. Ja, und die singe ich jetzt nicht. Na toll, Panda. Danke. Seine Augen! Ah! Was ist mit seinen Augen? Aha, gut. Der Augapfel ist versteinert, na klar. Komm, ich hol den Augapfel zurück. Ich muss jetzt googeln, wie die Melodie ging. Jetzt muss ich aber nochmal wissen, wie das Lied hieß. Ah, Lied, du siehst traurig aus. Seine Cola-Augen hängen gerade aus. Nee, wäre da irgendwie sowas, oder? Ich, das ist mir gerade beim Eintippen eingefallen. Ja, genau. Das ist so ein Froschmensch, der auf dem Boden liegt. Na, 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 na. Ne, das ist ein Bananentyp. Falsch. Eine kleine in dein Lieblingssaal hinein. Es ist einfach ein Hit. Wer hat das gemacht? Es ist einfach stark. Schade, du siehst traurig aus. Deine coole Augen schauen geradeaus. Ja, du siehst traurig aus. Hab ich eingegeben, aber das war das. War das das Unterwasser? Der Unterwasserwitter? Nee, das war was anderes. Ich weiß es nicht mehr. Das ist das mit Candy Mountain? Nein. Nein. Also schick aber den Link in den, Ach da, du hast es. Ja, das ist ja mit der Banane, aber ich suche. Aber. Okay. Gut, ja, doch, klar. Stark. Ich habe was anderes gleich mal hinterhergeschickt mit dem Candyland Mountain. Candy Mountain! Auch eine starke Nummer. Mann, ey, man muss das alles mal wieder gucken. Ist das ein Auge oder ein Nasenloch?
Muss ich es von innen machen? Ja, die Mountain, Charlie. Nee, von innen geht doch auch nicht. Aber warum kriege ich das da nicht rein? Das ist doch hier sein Auge, oder nicht? Oh, okay. Man muss mit richtig Schmack ist. Ich frage mich immer, wo die Leute hingucken, wenn sie nicht mitkriegen, dass ich gerade einen fetten Felsen ins Auge gedrückt habe. Oh ja, das ist gut. Da kommt Freude auf. Sehr gut, Panda. Ich habe mich kurz gewundert, was du da schreibst. Ich habe dich einfach ignoriert. Bei uns gab es zum Abendbrot übrigens einfach nur Feta mit Zwiebeln, Tomaten und Brokkoli im Ofen. Freunde natürlich auch. Was gewundert, wo du Freunde suchst. Das zählt mal Riesenfossil. Na komm, machen wir gleich mal hinterher. Und welche Überraschung danach wird es noch eins geben? Ja, genau, das war drin irgendwie, ne? Ich habe kein Wasser mehr, ich muss wieder verdursten. Mich hin? Ja. Halt es hier runter? War ich da nicht letztes Mal drinne? War ich nicht letztes Mal hier drin? Oder wo war ich denn drin? Ich war doch letztes Mal auch irgendwie in einer Anne. In eine Höhle, wo das irgendwie so runterging. Verstehe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich dachte, das war hier. Ich bin mir so extrem sicher, dass es hier war. Ich sehe auch keinen anderen vergleichbaren Ort, wo ich es hätte sein können. Ja doch, hier war es. Ach man, wow. Und ich gebe so an. Ich dachte, hier unten, das sieht nämlich genauso aus. Da gibt es auch so ein Tor als Eingang. Na gut, aber das hier kenne ich natürlich vom ersten Teil. Noch in der Brustflosse hat sich abgelöst. Sehe ich nicht.
Da muss ich jetzt richtig lang buddeln. Ist nur die Frage, wo es denn rankommt, oder? Ja, an dem Finger. Gut. Der Finger fehlt quasi, würde ich sagen. Okay, das ist eine süße Aufgabe, oder? Die Knochen wieder zusammen zu basteln? Das haben die sich echt mal gut ausgedacht. So simpel. Aber so gut. Hahaha. Warum? Ein bisschen. Oh, das war's schon. Kann ich sie wieder einsammeln. Genau, falsch rum. So, so. Was? Wait a minute, jetzt bin ich gerade total falsch am Denken. Immer noch falsch. Immer noch falsch. Was? Sehe ich das noch nicht richtig, oder? So ist es doch. Ja. Warum zählt das nicht? Es ist immer noch nicht richtig. So müsste es sein. Warte mal. Es sieht schon wieder anders aus. Es sieht die ganze Zeit falsch aus. Wurm. Das war gerade ein bisschen enttäuschend. Naja, aber es war nicht ganz zu erkennen irgendwie. Natürlich ist das Spiel schuld. Ja, das letzte Fossil ist ja in der Wüste. Oh, da oben. Mayui. Gut, ich habe da echt noch einige Höhlen, wo irgendwie mir das Teil von dem Frosch dort fehlt. Aber ja, ich muss ja nicht 100% spielen, von daher alles entspannt. Sie hat schon wieder nicht gesehen, wie ich das aufgebaut habe. Aber sie hat totale Augenringe, sie ist total müde. So fühle ich mich. Aber selbst wenn ich jetzt ins Bett schon gehen würde, werde ich sowieso noch viel Farm spielen. Könnt ihr wissen. Komme ich da auch an? Boah! Wenn der wegfliegt. Wie fleischig. Next. Yeah. Na? Drücken wir das mal an. Ja, muss ich schon von außen irgendwie. Anders geht's nicht. Ich habe ja mittlerweile meine Sandstiefel. Da magst du vielleicht noch gehen mit dem Laufen.
Ein bisschen warm hier. Oh Mann. Ob das auch mit einer Melone klappt ins Ohr? Hm, wenn du sie klein genug schneidest, warum nicht? Das ist ja eigentlich so sandig. Nicht so weit am Rand der Map? Ja gut, stimmt schon. Da muss ich mal kurz hinlaufen. Ich will mal kurz gucken, was da steht. Hier kannst du nicht weitergehen. Das ist schade, Nintendo. Schade, dass hier die Map aufhört. Ich würde gern von außen am Tempel hochklettern, ob es da oben drauf was gibt. Aber neu, dass es jetzt in der Höhle drin ist. Und zwar ist es vorher einfach nur offensichtlich hier unten an der Ecke. Jetzt ist es verschüttet. Verrückt. Das war ein Kalb. Oh Gott, da liegt ein kleines. Oh Gott, sehe ich es auch. Oh no. Teile des Körpers und der Schwanzflosse irgendwo in der Nähe befinden. Ja, oben an der Decke ist da irgendwie ganz viel Platz. Da muss da irgendwas dran sein. Hier hoch. Also irgendwas hängt schon mal fest. Ja, so ein bisschen hängt da was, ne? Das ist schon mal der Körper, aber ich glaube, die Flosse fehlt noch, ne? Weil es ist ein ganz fragiles Skelettgestell. Ich lasse es mal von hier oben fallen. Na. Scheint nichts weiter zu sein. Hinten ist der Frosch. Den müssen wir natürlich holen. Oh Leute, ich habe kaum noch Pfeile. Was ist los? Ich weiß schon, wo es sich versteckt. Oder süß. Ich weiß gar nicht mehr. Im ersten Teil muss es doch auch einfach nur draußen gelegen haben, das Skelett, so wie es ist.
war ja die Feenfalle. Ich frage mich gerade, warum es plötzlich unter der Erde ist. Oder ob im ersten Teil vielleicht nur wirklich vielleicht die Schwanzflosse oder der Kopf rausgeguckt hatte. Ich habe es mal geschafft, einer Freundin jeden Abend einen Ohrwurm zu verpassen. Und das über einen Monat hinaus. Sie hat mich so gehasst. Ja, das kann... Aber man darf sich da, glaube ich, einfach nicht reinsteigern. Also jetzt an dem... An der Stelle deiner Freundin, weißt du, was ich meine? So, dann singt dir zwar jedes Mal jemand vor und du hast das Lied erstmal im Kopf, aber ich sag mal, wenn du dir auch noch anfängst, Stress zu machen, so von wegen, der Ohrwurm darf nicht bleiben oder ich lass mich davon nerven oder so. Ich glaube, erst dann wird's schlimm eigentlich. Aber, guck mal, da fehlt dir noch was vom Arm. Das ist richtig rankleben? Das sieht irgendwie nicht so cool aus, wie ich das mache. Irgendwie so, ne? Genau. So ist gut. Und vorne am Kopf noch ran. Irgendwie. Echt süß. Echt schön irgendwie, die Nebenaufgabe hier. Oh, wenn ich so weitermache, habe ich hier gar nichts auf die anderen Streams. Mal kurz, was ich leiden. Der Brunnenfan machen wir eh nicht, weil die will alle Brunnen irgendwie haben. Ich glaube, ich würde heute an dieser Stelle nämlich Schluss machen schon. Was heißt schon? Es sind auch wieder über 2 fleißige Stunden gewesen. Aber Freitag haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Da ist ein bisschen alles entspannter. Das heißt, ich würde mal hier einfach mal stehen bleiben. Damit wir beim Start des nächsten Streams nämlich noch einmal dieses Wunderwerk bestaunen dürfen. Ich gucke mal kurz, ob wir irgendwo hin streamen wollen. Dafür muss ich mal schauen, wer online ist. Ach ne, heute mal nicht. Heute mal ohne Raid. Jetzt habe ich mein Mikrofon ausgemacht. Ja. Dann gehen wir mal alle schön fleißig pünktlich ins Bett, würde ich sagen. Haben wir alle nochmal einen schönen Arbeitstag morgen. Und Freitag früh sehen wir uns nämlich auch schon wieder. Denkt dran, immer fleißig zu zocken natürlich, ne? Gudi! Na dann, würde ich sagen, lasst euch nicht ärgern. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank für die 500 Follower, wir haben es endlich geknackt. Und denkt dran, immer fleißig eure Rubikos in diese Herausforderung einzuschicken, damit wir die jetzt auch irgendwann fertig haben. Nun gut. Schön, dass ihr wieder alles zugeguckt habt und eine gute Nacht gewünscht. Bis zum Freitag, bitte. Freitag, Brüder, ne? Bis dann, ciao.